kommt der Stufenaufstieg zu uns ins Gesicht. Max Level! Zauber ersetzen, neues Talent verfügbar. Talent, das allerletzte. Was nehme ich? Waffenmeister. 4 Waffen deiner Wahl geübt. Travernenschläger. Geübt. Du bist in 3 Fertigkeiten deiner Wahl geübt. Wäre nicht schlecht. Schildmeister, Scharfschütze, Wächter. Wilder Angriff. Das wäre, also wilder Angreifen, belastbar. Höhe die Attributswert um 1, maximal 20. Nochmal 1 auf Stärke wäre nice. Nein, Unterhalter. Nein. Mittelmäßig gerüstet. Geübt mit mittelschwerer Rüstung. Haben wir nicht da. Schwer gerüstet. Du bist im Umgang mit schwerer Rüstung geübt und erhöhst deine Stärke um 1, maximal 20. Meister der schweren Rüstung wäre, deine Stärke ist um 1 erhöht. Erlitt deinen Schaden durch nicht magische Angriffe. Sie sind um 3 verringert, solange du eine schwere Rüstung trägst. Eigentlich geht's ja. Da könnten wir auf 19. Aber Schauspieler. Wachsam. Athlet. Stürmer. Zwei Waffen bin ich nicht. Du erhältst bei jeder kurzen alle Trefferpunkte zurück. Nein. Meisterhaft schwere Waffe. Wenn du mit einem Nahkampfangriff einen kritischen Treffer erzielst oder eine Kreatur tötest, kannst du in diesem Zug einen weiteren Nahkampfangriff als Bonusaktion ausführen. Angriffe mit schweren Nahkampfwaffen, mit denen Umgang du geübt bist und die du zweihändig führst, können zusätzlich 10 Schaden bewirken, allerdings mit einem Malus von 5. Stimmt, da habe ich mal was, glaubst du, bei Karl ist das schon. Was war wilder Angreifer? Das wäre bei uns sogar noch besser mit all der Rüstung etc. Ich mache wilder Angreifer. Ja, ja, ja. Das höhere Ergebnis. Esterion. Zauber ersetzen. Was hätten wir da? Magische Waffe. Würde das sogar lassen. Bei ihm wiederum mittlere Rüstung. Meister der Kampf ist mittelmäßig gerüstet.
Du wirst im Umgang mit mittelschwerer Rüstung und Schilden geübt, deine Stärke oder deine Geschicklichkeit wird um 1 erhöht. Dann würde ich Stärke nehmen. Dann gibt es nochmals ein wenig mit den Waffen besser. Geschicklichkeit ist gut. Und jetzt ist er mit über. Und somit hat er dann keinen Malus mehr mit dem. Ja. Carla! Gut, Tierherz, das passt soweit. Meister mit Schwerauf, genau, das hat sie. Waffenmeister oder schwer gerüstet. Wäre eben bei ihr eigentlich nicht schlecht. Weil dann hätte sie keinen Malus davon. Oder will der Angreifer? Das höhere Ergebnis. Sie ist geübt mit nur mit der Rüstung, also kann ich das eigentlich sein lassen und würde dann auch bei ihr wilder Angreifer gehen mit dem höheren Ergebnis. Geil. 2 Zauber kriegt er. Oder kann ich mir noch wählen? Untote erschaffen, Todeskreis. Frost. Also ich müsste sowieso noch Zauber vorbereiten. Aber ich mach mal bei Zauber vorbereiten. Mach ich mal alles raus. Stufe 6. Also Magierrüster, das bleibt. Gegenzauber, Feuerball. Auflösen der Dimensionstür. Was könnte der für Zauber? Kältekugel, Eiswand. Das ist 6. Ist eine Konzentration. Ich habe sehr viele Konzentrationszauber, was ich eigentlich nicht haben sollte. Gut, das sind jetzt mal alles keine Konzentrationszauber. Das wäre Person festhalten, tue ich eigentlich nie wählen. Die 2. Dann habe ich 2 von dem, 2 von dem. Eins von dem. Falsches Leben. Würde ich noch nehmen. Magische Waffe. Gasförmige
Stand. Magische Waffe. Fluch brechen. Habe ich Fluch brechen? Nö, dann jedenfalls Fluch brechen. Und dann mache ich noch Eissturm. Genau, Eissturm, Fluch brechen. Sieht okay aus. Talent. Magier Novize. Magiertöter, leicht gerüstet. Mittel und Erhalter, leichtfüßig, belastbar, Ritualwirker. Rechter, Scharfschütze, Schildmeister, Bild. Zielgenauer Zauber. Du erwähnst einen Zaubertrink für einen kritischen Treffer. Bei einem Angriffslos mit Zauber benötigst du ein Auge wenig. Dornenpeitsche, schauriger Strahl. Du erwähnst einen Zaubertrink für einen kritischen Treffer bei einem Angriffslos. Kampferprobter Zauberwirker. Du bist bei Rettungswürfen aufrechterhalten, der Kunst fordern. Du kannst auch eine Reaktion verwenden, um Schockgriff auf eine Kreatur zu wirken, die sich außer Nahkampf frei. Wäre natürlich dann auch wieder nice. Was machen wir bei ihm? Magier-Novize. Glücksbild, Magier-Töter. Ah, das ist nicht mehr Magier... gibt, bin ich eigentlich Kampf erprobt, zielgenauer Zauberschütze. Dann würde ich aber da für den Crit. Dann machen wir hier noch schauriger Strahl. Ja. So. Die ersten sind jetzt Stufe 12. Maximallevel. What now? So. So. Da mal schauen, was da noch. Tod. Überladen. Eieiei. So, da schauen wir jetzt mal alles mitnehmen. Leichen. Das Bild hier oben. Okay, hier ist noch. Und die kommen wir dann von unten dran. Seems simple enough. Sieht aus so halb wie eine Müllhalde. Aber das Bett ist halbwegs vernünftig, ne?
So. Da ist noch was. Nein, wollte eigentlich. Ja, dann. Wenn er nicht will, dann will er nicht. So. Gildenring. Oh. Keine sozialen Aufrufe mehr. Leute, das ist kein Witz mehr. Neunfinger will, dass der Eingang abgeriegelt wird, bis die Sache mit dem Steinfürsten erledigt ist. Kunden und Freunde von euch müssen sehen, wo sie bleiben. Wir haben bei den Unruhen an den Docks nicht geschlossen. Wir haben für den Hängewürger nicht geschossen. Also bekommt das in eure Schädel. Die Lage ist ernst. Jemand soll das Tusgrot vorlesen. Okay. Lesen. Hört auf, nach Mitternacht bei mir an die Tür zu hämmern. Mein Mops wäre vor Schreck fast aus seinen Falten gefahren. Ich habe euch doch bereits den Schlüssel zu meinem Tresorkästchen im Kontor geschickt. Mehr habe ich nicht. Nehmt es und lasst mich in Ruhe. Eine schimmlige Kartoffel könnt ihr nicht zur Ader lassen. In Ordnung? Fragt einfach Neunfinger. Sie wird euch bestimmt bestätigen, dass alles in Ordnung ist. X. Scuttermore. Mankey. Glitzerbart sagt, heute kommt ein sehr, sehr schwere Truhe an den hinteren Docks an. Sorgt dafür, dass mindestens 6 Bankwächter bereitstehen, um sie hereinzutragen. Ach ja, und der alte Glitzer sagt, sie sollen volle Rüstungen anlegen. Keine Ahnung warum, kümmert euch darum, ja? Ich bin für den Rest des Tages unterwegs. Karotz. So, dann... Tot. Jetzt hat er noch 3 Gold. Astarion, Liebling, du hast doch so Fertigkeit. Things have stayed interesting. Aber jetzt muss ich eigentlich schon wieder verkaufen. So. Den noch. Glaubst du, wenn man den mit Bogenschütz angreift, dann bringt's nichts, dann sind die tot. Ich schreibe dies mit Schande im Herzen. Mein Bruder, das Licht meines Lebens, ist einer bösen Vettel zum Opfer gefallen. Er hatte nach Ruhm und Reichtum getrachtet und sie hat sie ihm geschenkt. Er sitzt nun auf dem Marktplatz meiner Heimatstadt als Statue im Herzen eines Brunnens. Auf einer Plakette zu seinen Füßen steht, werft eine Mütze hinein und wünscht euch etwas. Das Wasser fließt manchmal auf den Platz, so viele Kupferstücke liegen im Brunnen. Ich habe ihn im Stich gelassen. Ich war so mit meinen eigenen Schmerzen beschäftigt, dass ich seinen nicht bemerkt habe. Und dann habe ich euer Plakat gesehen, zu eurem Treffen für andere Vettelüberlebende. Darf ich einmal vorbeikommen? Es würde meinem Herzen guttun, andere kennenzulernen, die ähnliche leiden wie ich. Die ähnlich leiden wie ich. Hochachtungsvoll, Jatl. Jatl. Ist der Junge? Ja. How delicious. Simple. Jo, wenn du das sagst. So. Blumen gegen Segen. Ah, das sieht auch eher wieder so nö. Das wäre stehlen. Das ist mir die Stahlwache ein klein wenig zu nah. Okay, hier ist irgendwas. Plakat der Anti-Vettel- und Unterstützergruppe. So. Aufheben.
Räumungsbescheid. Mir reicht's. Schneestürme im Haus, von den Fenstern Blut und jetzt kotzt Herr Wimbles Katze auch noch Frösche. Der arme Mann hatte vor Schreck einen Herzinfarkt. Ich weiß, dass ihr es den Vetteln heimzahlen wollt und finde ich ja auch gut, wirklich. Aber ich kann nicht das ganze Viertel in Gefahr bringen, nur weil ihr so dumm wart, eine Vettel ans Bein zu pissen. Behaltet die Miete, ich will, dass ihr morgen verschwindet. Forschungsnotiz zu Vetteln. Eine scheinbar zufällige Sammlung von Buchtiteln zu Zutaten und Kombinationen. Pingeling, Pilz von J.K. Korins, reine Spekulation trotz des Titels. Die Macht der Worte, Umgang mit Feenwesen von Annabelle Lichthammer, Kapitel 418 bis 425, Vettelbegegnungen, nützliche Details zu Vettelnträchtigkeit und zu der Reproduktionszyklen. Vettelanatomie von Gustav Galger, Kapitel 18. Dracheneipilz, Herbzeitlose, nicht reaktiv. Elmorinflügel, Flüsterlichtgift, hat Potenzial, aber zu instabil. Kicherschleim, Flunkerkappe und Milchkraut nutzlos. Bett ist wieder das. Gibt's hier auch wieder postiges Beil. Left, left, right. Down the stairs and oh, was up the stairs. Haben's da noch den wie hieß er, Konami-Code? Es gibt ja so einen sehr bekannten G-Code, den ich wieder nicht weiß auswendig. So. So, das aufheben. Aufheben. Nicht angreifen, aufheben. Aufheben. Herze. Kaum leserlicher Brief. Liebe Frau Adriele. Klett hat eine Bleibe gefunden. Dieser nette alte Mann lebt dort, der Herr Garrow. Aber sein Nachbar sagt, dass er nicht mehr da ist. Klett findet es perfekt. Wir können uns vor der Vettel verstecken oder kämpfen. Oder was auch immer ihr für eine gute Idee haltet. Klett weiß, dass ihr einen guten Plan haben werdet. Klett wird beim Haus vom alten Garrow auf euch warten. Bis dann, Klett. Okay. Sonst ist nichts mehr. Very well. So, dann drücken wir mal Knöpfchen. Dum, dum, da, da, da. Gegenstand. Ich würde mal behaupten, ich weiß, was der will. So. So. Entdeckter Eingang. Wir speichern mal. Wir müssen ein klein wenig auf das Ganze. Trust no one. Genau, und jetzt ist er geübt. Schön, wir können die Zauber benutzen. Er ist wieder im Vorteil. Genau, und das hatten wir von irgendeiner Seite bei der Kanalisation. Entdeckt. Never a dull moment. Time to press ahead. Oh. Schade, dass man nicht noch weitere Stufen kriegt. Tafel. I'll give it a shot. The Guildhall has one rule. All crime stays in the city streets, where it belongs. Break this rule, and you die. Ok.
Okay. Gut, wir müssen da mal Quatschi Quatsch machen. Oh, you rancid bastard! See, mine's fresh. Welcome to the Guildhall, Faerun's finest festival. As long as you're not sober. Or able to smell. Okay. Moll? I know where the stone lies. We're all on the same side, friend. Nine Fingers invited us herself. The Guildmaster hired you, yes. But I think it's best. Wow, look who it is! Glad to see you in the city. Hope you found plenty of coin in Ketterick's coffers. Ready to do some business? Schön, euch wiederzusehen. Was führt ihr diesmal im Schilde? Oh, I've got a few ideas. I'll be running this whole place in no time. Ready to do some business? Wie seid ihr aus Mondaufgang entkommen? I survived the hells when Elturel fell. Compared to that, slipping out of Moonrise was child's play. Leitet ihr hier etwa die Gilde? Sure is. We work for Fetcher, handling what you might call pre-owned goods. Talk to Sticky. He'll cut you a deal. Don't bug me. I'm making plans. Big plans, see? Okay. Fetcher isn't himself, so I'm running the shop. You buying or selling? Vielleicht beides. Sag mir, was ihr habt. What? Was ist das? Schattenschlichter-Umhang. Wenn du getarnt bist, benötigst du für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf. Yep. 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 Dafür gebe ich dir Schimmelsachen, wo einfach nur Gewicht sind und wertlos. So. Dann los. So. Dann haben wir das, 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 einmal das, 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 die sechsmal. Alter. Ja, das kannst du auch nicht mehr hauen. Aber der hat mich jetzt wirklich überrascht mit dem Umhang. Den sehe ich. Sometimes stuff we sell comes back around to us again. So watch yourself. Got me? See ya. I'm impressed. Don't touch me. Der hat. So. Dann hat er da. Trefferpunkt ein weniger. Plus zwei auf Angriff. Kompletter Geschicklichkeitsbonus zu. Oder bei. Nein, Gale ist da mit dem Dings. 6, 11.
6 bis 16, 6 bis 11. Waffenverzauberung plus 2. Stimmt, Gestalt wandeln müsste man noch. Da. Das heißt, wir bräuchten schon 2 Punkte weniger für den Crit-Treffer. No time also, to rest. Nice. I should Der Professor. Right. Which crew are you with? Bellbreakers? The Children of Hor? The names ring familiar. Two of the many crews that make up the Guild. A loose collective with ties to every criminal enterprise in the city's underworld. Weder noch. Ich führe eine Gruppe an, die sich Holzköpfe nennt. Wenn wir eine 3 haben, bin ich glücklich. Hier, nice. Can't say I've heard of you. Spare me the story behind the name. I'm sure it's very scary. Fair warning. The Guildmaster wants no fraternizing with the Zentarim. They're here to work, not share war stories. They won't be much use to us if they're drinking and dicing when the Stone Lord kicks the door down. Seid ihr so sicher, dass der Steinfürst angreifen wird? Well, whoever he is, he doesn't seem very keen on talking. He came out of nowhere and ate up half our turf in a 10-day. So if you're speaking to the Guildmaster, maybe step soft around the topic. Okay. Danke für den Hinweis. Elliot. If it's Uktar you're after, he's in with the Guildmaster. Not even Nine Fingers Keen can escape the great balancing of guild books. Okay. Knochenbrecher. Your eyes are going to want to wander all over this gold. It's only natural. Just make sure it stops at your eyes, right? Ja, wenn ich raten müsste, sind alle tot dann irgendwann und wir können einfach looten. Do you hear the harpers were half wiped out? We should be sticking the last of their bleeding hearts instead of guarding this place. Okay. Uniform's a bit patchy, I know. I was Flaming Fist. But the writing's on the wall there. The Steel Watch will be snatching up our contracts in no time. The Guild's no army, however tough they act. Just 20 different thieving crews come to hide behind Nine Fingers' skirts. Oh, ein Mönch. Ein Mönch mit Dolchen. Böse Zwilling Bubin. Klinge Baskir. Dreiteiler. You can get near anywhere in the city from here without seeing daylight. Once you don't mind the tangy smell of sewer. Ja, wir haben da schon, Look now, the Guildmaster's little hunt is bringing all sorts of new faces out of the woodwork. Ich find's eigentlich krass. Thanks, but no thanks. Okay, okay. Eyes off the barkeep, new blood. He and I, we're a thing. We're a thing. We'll be a thing again. This barkeeper. You clearly haven't met. You wouldn't soon forget a man like him. I know I can't. Only, I don't know why he broke things off. He said he had to, that Nine Fingers forbade our love, but... Well, I'm fairly certain she doesn't know I exist. Perhaps he'll open up to you. God, he's such a soft heart. Really connects with his customers, you'll see. But no funny business. Okay.
Goldbäckchen. You're looking a little lost. You want my advice? Leave this place and get lost for good. Wieso bist denn du hier? Schneidige Viola. You won't find much fun here today. Guildmasters batten down the hatches till the Stone Lord problem's dealt with. Okay. Mango. Guildhall is not what it was. No gambling, no blood games, not even a pissy little peacock fight. Bored. Lyrook's Goldkeel. I'm sorry, sweetie pie. I don't do requests. But toss me a few coppers, and I'll shoot you a saucy wink across the bar. Ich finde die Haare so seltsam. Mir gefällt euer aktueller Repertoire. I could smell the good taste on you the moment you walked over here. Maybe I'll even throw in that saucy wink for free. Oui. These boots have seen everything. Dödel der Dummkopf. Hello, stranger. No need to ask what I'm doing down here. It's a personal matter. Please, not a step closer. I lost a ring in the mud here, and I don't want you to step on it and bury it. Okay. Finden wir den Ring? Ich sehe auf jeden Fall nicht, aber da Brandweinfass. So. Bit of a letdown, this place. Also grinsen tust du nicht. Maybe that's why this Stone Lord is pushing so hard. He wants Keen's Underroads all to himself. Go on. Technically, I'm supposed to be on watch. Okay. Technik. Also, eigentlich. Nicht erreichbar. Haben wir den nicht im Mondaufgang? I know times are tough, but this crowd could mingle a bit, eh? We're all on the same side. Raffinierte Intra. Don't give me that squinty side eye like all those paranoid guildies. Nine Fingers is well respected in the Zentarim. If the Stone Lord's pressing in on her territory, we're here to help. Was denkt die Gilde darüber, dass ihr all in ihr Revier eindringt? Missed the welcome parade, did you? Hugging, tears. It was just lovely. True, we've been better liked in towns we bloody conquered, but it's hard to blame Nine Fingers. On top, undisputed for years. Then you have to call the likes of us in to protect you from some shithead calling himself Stone Lord. I'd be embarrassed too. Okay, von allen ist sie noch am verdächtigsten. See anything you like? Let's talk price. See anything of yours? No, you didn't. So, wer? What's that? Was? Ja, schön, aber ich will ja nicht zerstören. Aber was sie wahrgenommen hat, wird nicht gesagt. Ah, you did not see me. A peer of the Parliament openly walking the Guildhall would sell a few copies of Baldur's Mouth, I expect.
Hans Feder. No distractions, mate. Nine Fingers has me watching over Pierre Pris here. Wants our friends in Parliament close with this new Duke making moves. Ja, das kann ich verstehen. A charm, of course. And then you'll do it yourself. Da dürfen wir nicht rein. Bare hands. Okay. Don't mind the ladies' court. Just a game we play. Figuring how we'll kill you if you cross nine fingers. Mhm. Ilse Dals. War das die aus Mondaufgang? What's the point in paying the guild for protection when they've pulled back all their crews? There's a bloody army coming. Das kann ich dir nicht sagen. Careful around the steel watch. The old guard gave thieves a slap on the wrist, but those bolted bastards will rip off the whole damn arm. Ja, das hatten wir schon mitgekriegt und ich weiß nicht, wieso sie den Barkeeper so toll findet. Oh. So. Hallöchen. Before you ask, I ain't got none of that plum prosecco. Now, what can I get you, newcomer? Was läuft zwischen euch und Keknora? Sie scheint ziemlich erwartungsvoll zu sein. Ja, Nora is what you call an MF. The M stands for monster. Let's just say, I ain't that type. Was habt ihr aus der Gerüchteküche, was ihr mir erzählen könnt? Around here, silence is golden, mate. Best remember that. Now, what can I get you? Ein Getränk, Barmann. Verschneite Leber. Wenn du betrunken bist, bist du bei Konstitutionsrettungswürfe im Vorteil. Oh. Also Rüstung würde ich gerne mal... Und Konstitution im Vorteil erhältst zu Beginn deines Zuges temporäre Treffung in Höhe deines Konstitutionsmodifikators. Wenn du betrunken bist, bist du bei Konstitutionsrettungswürfen im Vorteil und erhältst zu Beginn deines Zuges temporäre Trefferpunkte. Ja, ich sehe, wie da der Vorteil wäre. Ganz ehrlich, ob das hier gefällt mir jetzt eher weniger, was er da an Auswahl hat. So, weg damit. Haben ja selbst genug. Doppeltür. Ah, okay. Geheimgang. What? Lady AQ still playing that game? I don't have one ready. Schön. Someone's vintage Moonshae Zinfandel collection. But it looks like a lot of the bottles have gone missing. Sag jetzt aber nicht, dass wir bestimmte... Hä? Da könnte ich ja einfach darüber gehen. Muss man es verstehen? Das sind verschiedene Schriftrollen, Bericht. Teufelspreis, Beobachters. Bücherregal verschlossen. Mhm. Verstehe. Knife. A hot one, I think. Ukta, neun Finger.